Hallo meine Lieben, ich grüße euch alle und wollte heute mit euch diese leckere, tolle Focaccia machen. Die ist noch am Qualmen, habe ich gerade aus dem Ofen geholt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich sag euch mal eben einmal die Zutaten. Die kommen nämlich alle sofort in den Mixtopf rein. Und zwar brauchen wir 400 Gramm Mehl, dann brauchen wir 240 Gramm Wasser, ein Teelöffel Salz, 20 Gramm Olivenöl und ungefähr 100-110 Gramm Liebe-Tomate. Das geben wir alles in den Mixtopf rein. Jetzt lasse ich das auf der Knettaste ungefähr so circa 3 Minuten kurz durchbreiten. So, das Öl verteilen hier. Ich gebe das hier in den Aroma rein. So, wie ich schon gesagt habe, den Teig in den Varoma reingeben, in einer Glasschüssel, die da richtig gut reinpasst. Und ich habe das letztens gemacht und der Teig ist so schön aufgegangen, gerade weil das mit Liebe-Tomate immer so lange dauert, wenn das auch draußen nicht so sehr warm ist oder in der Küche, dann ist das wirklich super klasse. Ich habe in den Mixtopf Wasser reingetan, ungefähr bis hier vorne, also ja, bis hier ungefähr, ja. Und verschließe das jetzt und dann kommt der Varoma oben drauf. Mit dem Deckel. Damit keine Wärme verloren geht, mache ich noch ein Trockentuch oben drauf. So. Und das müsst ihr unbedingt machen, weil das ist wirklich super. So, dann gehe ich auf fermentieren. So. Und ich würde jetzt den Teig, ich sag mal so, ungefähr 3 Stunden lassen, ja? Dann stelle ich das jetzt hier auf 3. So. Und natürlich steht das jetzt auf 70 Grad. Das müsst ihr selber natürlich ändern. Und zwar nur auf 37 Grad, sonst geht der Teig kaputt, ja? Also 37 Grad. Und dann drücken wir auf Fermentieren und bewegen einfach den Schalter nach rechts. Und jetzt erwärmt sich das Wasser hier. Ich lasse es hier in der Ecke stehen. Das Wasser erwärmt sich und es behält immer diese Temperatur. Und ihr könnt wirklich nach einer Stunde schon sehen, wie toll der Teig aufgegangen ist. Also ich bin super zufrieden damit. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder, wenn der Teig dann etwas größer geworden ist. Und dann machen wir weiter. Also ich habe ihn jetzt 1, 2, 3, 4 Stunden auf dem Thermi gehabt. 37 Grad. Und ich kann euch sagen, also der sieht fantastisch aus. Ist super, super aufgegangen. Ich bin total begeistert. Ich werde das auch jetzt nur noch immer so machen. Also schaut euch das an. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Wie ihr sehen könnt hier. So, ich stelle mal an die Seite. Also schaut euch das an. Das ist wirklich richtig super und weich und fluffig, also ganz toll. Thank you.
Ich habe hier italienischen Käse, das ist Scamorza. Ihr könnt aber auch Provolone nehmen oder Gouda-Käse, aber ich glaube, mit diesem Käse schmeckt es besonders gut. Und zwar kommt das jetzt hier einmal so auf den Teig drauf. Und hier habe ich ein Stück Schinken, den habe ich bekommen von einem YouTuber, und zwar Marius Channel. Der macht wirklich super klasse Sachen. Ja, der macht selber Würstchen oder Braten oder vieles mit Hack auch. Und also da solltet ihr mal reinschauen, wer Interesse hat. Also der macht wirklich super klasse Sachen, auch so Beefies und alles Mögliche. Und das schneide ich jetzt auch noch in Scheiben und lege das auch noch hier drauf. Das stellen wir dann jetzt auch erstmal in die Seite. Obwohl, ich klebe das Öl hier oben drauf. Und verteile das dann einmal so ein bisschen, da ich das vorhin nicht gemacht habe. Zu legen. Und hier die Enden richtig schön fest. Eben noch etwas Olivenöl oben drauf. Würze das jetzt mit etwas Oregano und jetzt kommt das hier auf dem Backblech drauf. Einfach einmal hier so ziehen. Und das wird jetzt nochmal abgedeckt. Und so lassen wir das jetzt nochmal für 2 Stunden an einem warmen Ort. Also den Backofen auf 240 Grad vorheizen und ich zeige euch jetzt mal, wie der Teig aufgegangen ist. Also der sieht wirklich super klasse aus, ist richtig toll aufgegangen und es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich meine, das wären jetzt 1,5 Stunden gewesen. Und ja, jetzt in den Backofen rein, ich weiß nicht, für 20, 25 Minuten. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Meine Liebe, ich habe sie gerade aus dem Ofen geholt und will euch das mal zeigen. Aha, das hier ist noch super heiß. Noch super, super heiß. Ah, guckt euch das an. Sieht fantastisch aus und es weimt noch richtig. So schnell geht das, auch mit Liebe-Tomate. Und der Trick ist wirklich, in dem Thermomix das gehen zu lassen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir beim Backen zuzuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Tschüss und danke fürs Zuschauen.